Was, wenn du Licht ins Dunkle könntest bringen? Was, wenn du Strom zu denen könntest bringen, die keinen Zugang dazu haben? Jetzt, zusammen können wir das schaffen. Ich bin Katrin Portmann, Geschäftsführerin von Mama Tierra. Und arbeite zusammen mit der Rosain. Zusammen leiten wir Mama Tierra. Mama Tierra ist ein gemeinnütziger Verein hier in der Schweiz. Und wir unterstützen und fokussieren auf indigene Völker. Also wir arbeiten mit den Wayuu zusammen. Die leben in Kolumbien, in der Nähe von Venezuela. Es ist sehr abgelegen, wo die leben. Sie sind sehr vom Klimawandel betroffen. Ihr Land wird immer mehr und mehr zu einer Wüste. Es hat jahrelang schon immer dort geregnet. Dadurch sind sie sehr von Armut betroffen, können schwer Sachen anbauen, haben auch keine Elektrizität. Ihre grosse Ressource, die sie haben, ist ihr Kunsthandwerk. Unser Verein unterstützt Wayuu Frauen, indem wir ihr Kunsthandwerk vertreiben. Das heisst, wir bringen ihnen das Material und wir holen die Taschen wieder ab. Und sie machen nicht nur Taschen, sondern auch Etuis, Armbänder. Die Männer machen zum Beispiel Hüte und Frauen, die älteren Frauen vor allem, machen die Hängematten. Ich habe schon gewisse Designs, die ich recht cool finde. Zum Beispiel es gibt eins, das symbolisiert den Regentanz. Und ja, ich finde es eigentlich spannend, dass so ein Muster so viel Bedeutung hat. Auf unserer letzten Forschungsreise zu den Wayuu-Indigenen haben wir festgestellt, dass das grösste Bedürfnis oder die grösste Unterstützung, die wir ihnen geben können, ist, dass wir ihnen Zugang zu Elektrizität und Strom verschaffen. Dass sie nicht immer stundenlang laufen zum nächsten Ort, wo sie ihre Nattel aufladen können, wo sie Radio hören können usw. Und deshalb ist das ja unser grosses Ziel mit Hilfe von euch, dass wir ihnen Solarpanels besorgen können und Solarlampen, damit sie eben Zugang zur Energie haben und damit ihnen der Wunsch erfüllt ist, wo sie sagen, das wäre ihre grösste Ressource, um ihnen weiterzuhelfen. Wir können endlich die Wayuu-Familie unterstützen, indem wir Licht in die Dunkelheit bringen. Und eure Hilfe ist so wichtig für das Projekt. Mit eurer Hilfe können wir dem Wunsch nachgehen und das Projekt erfolgreich umsetzen. Genau, ihr könnt Teil sein von dem Prozess, von dieser guten Sache, dass wir die Leute unterstützen, dass wir sie stärken. Und nur mit eurer Unterstützung können wir das schaffen. Im Gegenzug dazu haben wir ganz viele tolle Überraschungen in Form von Goodies von euch. Und deshalb sagen wir jetzt schon mal herzlichen Dank, dass ihr so mit uns daran arbeitet und dass ihr so dabei seid mit uns.